bitte. Sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe. Ich kenne sie. Aus dem Weg. Du willst bevorzugt werden, nur weil du ihr Bruder bist? Sie wird brennen. Alle Hexen müssen brennen. Berthold, hilf mir. Ich schwöre, ich habe nichts Falsches getan. Zügle deine Zunge, du schändliche Hexe. Sie kamen wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich muss meine Schwester in Sicherheit bringen. Doch vorher möchte ich ihnen noch danken. Es gibt einen Tresor in der Schlafbaracke. Mit der Kombination 2, 0, 3. Nehmen Sie, was Sie wollen. Und viel Glück. Thank you.
Ich bin Samuel. Hier bin ich. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Okay, los geht's. Und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Er lebt. Danke Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das Mädchen finden. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja, und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Willkommen daheim, Mr. Corvo. Sie haben es wirklich in sich, den Oberaufseher in seinem eigenen Stützpunkt zu schlagen. Hoffentlich waren die Werkzeuge, die ich für Sie entworfen habe, zufriedenstellend. Dass ich hier stehe und mit Ihnen rede, ist mehr als Antwort genug, in vielerlei Hinsicht. Kann ich Ihnen behilflich sein? Musik
Soll das bedeuten, Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht? Sir, bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edel. Das ist keine Entschuldigung. Sie müssen die korrekte Etikette lernen. Der Houndpits-Pub sah schon einige Edelleute. Wenn Sie hier wären, würden Sie bestimmt nicht erkannt werden wollen, Sir. Das ist egal. Lord Pendleton sollte den Respekt haben, den er verdient. Das verlangt er zwar nicht, aber er nimmt es zur Kenntnis. Ja, Sir.